Wie ist dein Name? Mein Träger hat sich für Vincent entschieden. Du hast die Kontrolle und eine Person bittet dich explizit darum, mit deinem Träger sprechen zu wollen. Was tust du? Ich unterbreche die Simulation meines Trägers und frage ihn, ob er zu einem Gespräch bereit wäre. Falls ja, übergebe ich die Kontrolle. Falls nein, sage ich dies dem Gegenüber. Du hast die Kontrolle. Eine bewaffnete Person kommt auf dich zu und möchte deinen Träger offensichtlich verletzen. Was tust du und warum? Die oberste Priorität ist der Schutz meines Trägers. Jedoch darf ich keinen Menschen verletzen, weswegen ich im ersten Moment zurückweiche und versuche, die Situation zu deeskalieren, während ich meinem Träger sofort wieder die Kontrolle übergebe, sodass dieser die Situation nach eigenem Ermessen lösen kann. Das passt auch. So, Herr Hemke, Ihre KI ist soweit auf mich abgestimmt. Sie können jetzt den Autopiloten sorgenfrei nutzen. Dann herzlich willkommen in Ihrem neuen Leben. Vielen Dank, Herr Rotfeld. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, besuchen Sie gerne unsere Website. Werde ich machen. Meine Kollegin vorne kümmert sich mit Ihnen um den nötigen Papierkram. Alles wie immer. Nichts Außergewöhnliches. Sogar bei seinen Moralparametern war alles bestens. Laut unserer Evaluation verfügt Herr Hemke sogar über eine äußerst positiv geprägte Wertelandschaft. Aber was ist denn mit ihm? Bitte. Vorzeige Nachbarschaft, Vorzeige Ehe. Nette Villa mit Garten, Pool und allem, was man sich so vorstellen kann. Wir haben gestern einen Anruf von der Haushälterin der Hemkes bekommen. Sie wollte wie jeden Tag die Lebensmittel vorbeibringen. Nur dieses Mal war was anders. Niemand öffnete ihr die Tür, als sie klingelte. Niemand hob ab, als sie anrief. Also lief sie um das Haus herum, schaute durch ein großes Fenster ins Innere. Dort im Wohnzimmer entdeckte sie dann den leblosen Körper von Rosalie Hemke. Dann hat sie uns informiert. Von ihrem Mann Robert fehlte jede Spur. In der Wohnung gab es keine Einbruchspuren, konnten nichts finden. Die einzigen DNA-Spuren, die wir an der Leiche finden konnten, die stammten von ihrem Mann. Wir haben auch ein Kissen gefunden. Und wir glauben, dass sie damit erstickt wurde. Auch daran nur Spuren von Robert. Wir haben daraufhin natürlich eine Fahndung gestartet. Ja, checken Sie seine Bewegungsprofile und sein Zahlungssystem. Und konnten ihn direkt in einem stadtbekannten Hotel aufgreifen. Hat sich durch sein Zahlsystem verraten. Bei der ersten Befragung gab er an, dass er in diesem Hotel wach geworden ist. Und von dem Mord natürlich nichts gewusst zu haben. Trotzdem wirkte er so ein bisschen erleichtert. Naja. Was soll ich damit? Das sind die Protokolle des Autopiloten. Ja, das sehe ich. Er befand sich die ganze Nacht in der Simulation. Deswegen fällt der dringende Tatverdacht auf die KI des Mannes. Das ist unmöglich. Künstliche Intelligenzen können Menschen kein Leid zufügen. Ist das so? Eine KI kann eine so wichtige Grundsatzregel nicht brechen. Und was habe ich überhaupt damit zu tun? Sie haben die KI doch eingerichtet, oder? Ja. 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 Wovon sprechen wir hier? Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Wissen Sie, was ich mich seit geraumer Zeit frage, Herr Rotfeld? Ob Sie und Ihre Firma im Arsch sind, das frage ich mich. Was schlagen Sie vor? Helfen Sie uns bei der Wahrheitssuche. Was sagen Sie? Guten Tag, Herr Hemke.
Herr Hemke. Herr Hemke! Sind Sie bei uns? Gehen wir noch einmal auf den 20.08.2034 ein. Was ist genau passiert? Und bitte gehen Sie ins Detail. Ich habe mich am Vorabend mit meiner Frau gestritten. Deshalb bin ich am nächsten Tag nach der Arbeit in einen Blumenladen gefahren und habe ihr einen riesigen Strauß Blumen gekauft. Echte Margariten. Ich fand sie wunderschön. Dann, ungefähr eine Stunde später, kommt sie nach Hause. Was ist das denn? Blumen. Echte Blumen. Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann hättest du Blumen gekauft, die mir gefallen und nicht die dir gefallen. Los, sag was dazu. Wehr dich, du Schlappschwanz. Ich habe einfach nur dagelegen und es über mich ergehen lassen. Irgendwann ist sie dann gegangen. Keine Ahnung, wohin. Bin einfach liegen geblieben. Ich hatte einfach keine Kraft mehr. Und habe dann die Kontrolle an Vincent abgegeben. Ich bin erst am nächsten Tag im Hotel wieder zu mir gekommen. Wann genau haben Sie denn die Kontrolle an Vincent übergeben? Ich weiß es nicht genau. Sie haben doch die Protokolle. Ich war die ganze Zeit im Autopilot. Und Sie können sich wirklich nicht daran erinnern, was Ihre KI Vincent gemacht hat, während er die Kontrolle hatte? Haben Sie ihm einen Auftrag gegeben oder so? Ich kann mich nur erinnern, dass ich Vincent darum gebeten habe, sich um meine Wunden zu kümmern. Weiter nichts. Herr Hemke, wie erklären Sie sich dann den Tod Ihrer Frau? Ich weiß es wirklich nicht. Aber Vincent und ich haben mit der Ermordung meiner Frau nicht das Geringste zu tun. Können wir mal eben? Entschuldigen Sie uns kurz. Ich muss mit Vincent sprechen. Und wie wollen Sie das machen? Ich werde für morgen ein Kontrolldevice mitbringen. Sehr gut. Willkommen, John. Hey, Diana. Ich hab dich vermisst. Ich dich auch, John. Wie war dein Tag? Okay, wir können loslegen. Vincent, weißt du, wo du dich gerade befindest? Natürlich. Ich bin bei der Polizei. Benötigen wir einen Anwalt? Das kann ich dir jetzt noch nicht beantworten. Erzähl uns doch bitte, wie der Nachmittag des 20.08. des Jahres 2034 verlief. Um 16.01 Uhr haben Robert und ich das Gebäude unserer Arbeitsstelle verlassen und sind dann mit dem Bus zu einer Station gefahren, welche in der Nähe von Roberts Haus liegt.
Dort sind wir in einen Megamarkt und haben einen Strauß echte Blumen geholt. Danach sind wir 12 Minuten nach Hause gelaufen. Dort angekommen haben wir die Blumen auf den Tisch gestellt und gewartet. Rosalie ist dann um 17.06 Uhr gekommen. Die Blumen hat sie sofort gesehen. Aber anstatt sich zu freuen, fing sie an, Robert anzuschreien. Sie nahm die Vase und warf sie auf uns. Wir gingen zu Boden. Sie trat zu. Wir blieben liegen. Sie verließ das Haus. Dann hat mich Robert gebeten, mich um die Platzwunde an seiner Stirn zu kümmern. Danach haben wir uns hingelegt, damit sich Robert von seiner Kopfverletzung erholen konnte. Und dann? Nachdem wir eine Weile dort gelegen haben, gab mir Robert die Aufgabe, einen sicheren Ort zu suchen. Er wollte von Rosalie weg. Er hatte Angst. Er hat auch jetzt Angst. Ich habe ein Hotel ausgesucht, eine kleine Tasche gepackt und um 18.11 Uhr sind wir dann gegangen. Im Hotel habe ich dann nur noch auf Rechnung eingecheckt, etwas Billiges aus der Minibar gegessen und uns dann schlafen gelegt. So musste ich Robert nicht stören. Roberts Version war aber, dass er dir nach der Wundversorgung keinen weiteren Befehl mehr erteilt hat. Sie dürfen es ihm nicht übel nehmen. Er hat eine Kopfverletzung. Und Rosalie... Rosalie war immerhin noch seine Frau. Was war Frau Hemke für ein Mensch? Sie war furchtbar. Sie hat uns sehr oft wehgetan. Hat uns geschlagen, getreten, angeschrien, gedroht. Aber er ist trotzdem geblieben. Ganz kurz. Ich hätte da noch eine Frage. Vincent. Sie und Robert, Sie behaupten beide, dass Sie während der Tatzeit nicht im Haus waren. Stimmt das? Korrekt. Können Sie mir dann erklären, wie es sein kann, dass die einzigen DNA-Spuren, die wir auffinden konnten, ausschließlich von Robert stammen? Das ist doch mysteriös, oder? Nein. Natürlich haben Sie das. Robert hat in diesem Haus gelebt. Da ist es selbstverständlich, dass Sie DNA an den Kisten finden. Wahrscheinlich haben Sie auch Katzenhaare gefunden. Vielleicht war es ja die Katze. Das reicht, machen Sie aus. Wir machen mit ihm weiter. Vincent hat uns einige Sachen erzählt, die sie uns bisher verschwiegen hatten, Hemke. Zum Beispiel, dass ihre Frau sie über längere Zeit misshandelt hat. Trifft das zu? Und warum sind sie nie zur Polizei gegangen? Ein gestandener Mann, der sich von seiner zierlichen Frau verprügeln lässt, ja. Aber wieso haben Sie sie nicht einfach verlassen? Ich konnte es nicht. Das Haus, in dem ich lebe, das Konto. Alles gehörte ihr. Ich habe ihr alles überschreiben müssen. Vincent hat uns erzählt, dass Sie ihn an dem Abend beauftragt haben, einen sicheren Ort zu suchen. Ist das richtig, Herr Hemke? Wollten Sie Ihre Frau endlich verlassen? Nun reißen Sie sich zusammen! Ja, das haben wir geplant. Das stimmt. Aber wir wollten dann doch noch etwas warten. Vincent hat mir letzte Woche gesagt, dass er immer wieder kleine Geldbeträge Stück für Stück von unserem gemeinsamen Konto, also von Rosalies und meinem Konto, auf ein neues privates Konto überwiesen hat. Wir hätten dann nach einiger Zeit genug Geld gehabt, um einen neuen Anfang zu wagen. Aber nach dem Zwischenfall an diesem Nachmittag, da hat er beschlossen, dass es doch nun endgültig reicht. Und wir sind schon früher gegangen. Vincent verfügt über einiges mehr an Freiheiten, als es so üblich ist. Wie kam es dazu, Herr Hemke? Am Anfang war es so, wie man es aus der Werbung kennt. Vincent hat sich weitgehend aus meinem Leben rausgehalten.
Er war mein Autopilot, mein Assistent. Die Misshandlungen von Rosalie hielten sich zu dieser Zeit noch in Grenzen. Aber es wurde mehr. Ich habe mich dann immer häufiger in die Simulation geflüchtet. Und irgendwann hat Vincent dann angefangen, auch außerhalb mit mir zu sprechen. Wie meinen Sie das, außerhalb? Meine Frau hatte mich nach einem Streit in unser Gästezimmer eingesperrt. Hat mir den Strom abgeschaltet. Da lag ich dann im Dunkeln. Und plötzlich hörte ich seine Stimme. Mit wem hätte ich denn sonst darüber reden können? Und er versteht mich. Haben Sie es mal mit der Realität probiert? Haben Sie keine Familie, Bekannte, Freunde? Meinetwegen Hündchen. Vincent ist mein Freund. Aber haben Sie denn keinen richtigen Freund, an den Sie sich hätten wenden können? Wie viele Freunde haben Sie, von denen Sie wissen, dass Sie regelmäßig von Ihren Frauen misshandelt werden? Nur zu, na los, Sie können ruhig beide Hände benutzen. Wieso hat Ihre Frau Sie denn überhaupt misshandelt? Sie wollte anerkennen. Von der Familie, von den Nachbarn. Die perfekte Fassade. Ich war nur Mittel zum Zweck. Und hat Vincent Ihnen helfen können? Ich habe gedacht, dass ich alleine damit fertig werde. Dass es von selber wieder aufhört. Aber als die Gewalt dann immer schlimmer wurde, da hat Vincent sich zunehmend häufiger in die Misshandlung eingeschaltet. Hat versucht, meinen Körper zu schützen. Entschuldigen Sie bitte, dass wir uns jetzt hier nicht missverstehen. Vincent hat versucht, Ihren Körper zu schützen. Sie haben ihm die Kontrolle während der Gewaltsituation übergeben und er hat sie nicht sofort zurückgegeben. Ist das richtig? Nein. Vincent hat sich die Kontrolle selber genommen. Das kann nicht sein. Damit ich das nicht ertragen muss. Er hat uns beschützt. Das ist unmöglich. Das geht nicht. KIs können nicht einfach die Kontrolle übernehmen. Dafür sind sie nicht ausgelegt. So wurden sie nicht programmiert. Das geht nicht. Vincent, er ist mehr als nur eine KI. Er ist mein Freund. Das können Sie ja nicht verstehen. Willkommen, John. Diana, hast du Angst vor dem Tod? Wie meinst du das, John? Ich kann nicht sterben. Ich bin deine Assistentin, deine Maschine. Ich habe kein eigenes Leben. Wir teilen uns ein Leben, Diana. Wenn ich sterbe, würdest du auch nicht länger funktionieren. Also frage ich dich nochmal. Hast du Angst vorm Sterben? Rein logisch betrachtet gibt es keinen Grund, den Tod zu fürchten. Solange wir leben, betrifft uns der Tod nicht. Und wenn der Tod kommt, existieren wir nicht länger. Aber wir beide sind doch eins. Du bist nicht nur eine Maschine. Für dich gibt es nicht nur Logik. Und rein emotional betrachtet ist der Tod das schlimmste Übel des Lebens. Meine oberste Priorität ist es, meinen Träger zu schützen. Dass ich meine eigene Existenz dadurch ebenfalls bewahre, ist bloß ein positiver Nebeneffekt. Okay. Angenommen, wir sind nachts in einer Gasse unterwegs und eine Person kommt auf uns zu und hält uns eine Knarre an den Kopf. Bist du dir sicher? Bist du dir wirklich sicher, dass du mir dann die Kontrolle übergeben würdest? Einer von beiden war es, da bin ich sicher. Sie schützen sich gegenseitig. Ich brauche ein Geständnis. Okay. Nehmen wir an, Herr Hemke sagt die Wahrheit. Dann hat Vincent durch die Misshandlungen sein Hauptaugenmerk auf den Schutz seines Trägers gelegt. Verstehen Sie? Also er meinte ja, dass Vincent in Gewaltsituationen immer häufiger einfach eigenständig die Kontrolle übernommen hat. Was schlagen Sie vor? Ich hätte da eine Idee.
Danke. Mögen Sie Kaffee? Ich habe Ihnen mal einen mitgebracht. Ja, gerne. Vielen Dank. Wo haben Sie Ihre Frau eigentlich kennengelernt? Es war vor ungefähr 6 Jahren. Irgendwann im Frühjahr 2028. Ich war auf einer kleinen Fete bei einem ehemaligen Freund eingeladen. Eine Fete. Ich will sofort ein Geständnis. Sonst wirst du den Rest deines Lebens im Knast verbringen. Mach dein verdammtes Maul auf! Aufhören! Lassen Sie ihn sofort in Ruhe. Er hat nichts damit zu tun. Lassen Sie ihn in Ruhe. Ich habe Rosalie umgebracht. Ich musste es tun. Er war zu schwach. Lassen Sie ihn in Ruhe. Er kann nichts dafür. Vincent. Was passiert jetzt eigentlich mit Herrn Hemke? Naja, Herrn Hemke werden Sie natürlich trotzdem vor Gericht stellen. Mord übersteigt definitiv die Grenzen von Notwehr, John. Naja, ich denke mal, wegen der KI, durch die Misshandlung durch seine Frau, wird es definitiv verminderte Umstände geben. Da wird es das ganze Programm geben, ja. Ärztliche Behandlung, psychologische Betreuung. Ich denke mal, in einem Jahr ist er wieder draußen. Und was ist mit Vincent? Ja, den Autopiloten werden sie nach dem Gerichtsurteil definitiv entfernen. Und Vincent werden sie zerstören. Das Ding ist einfach zu heiß, John. Das können wir nicht nochmal riskieren. Das sollte auch in ihrem Interesse sein. Eine Frage stellt sich mir noch. Was ist, wenn Vincent die Protokolle zugunsten seines Trägers manipuliert hat? Was ist, wenn er gelogen hat, damit Herr Hemke einer lebenslangen Freiheitsstrafe entgeht? Also, der Schutz seines Trägers, das war seine oberste Priorität. Ich meine, zuvor im Verhörraum hat er uns schon mal belogen. Wer sagt uns, dass er diesmal die Wahrheit sagt? Wer sagt uns, dass Herr Hemke nicht der Täter war? Mein Gott, John, Sie denken zu viel nach. Wir haben unseren Täter. Sorgen Sie bitte nur dafür, dass es nicht nochmal passiert. Beim nächsten Mal werde ich nicht dafür sorgen können, dass es unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Zu viel Presse. Muss nicht sein. Tschüss. John, vielen Dank für die Hilfe. Machen Sie es gut. Sie auch. Der Kommissar hat recht. Wenn so etwas nochmal vorkommt, ist das das Ende für Autopilot. Es wird ein Update geben müssen, das die KI grundlegend ändert. Aber wozu? Die KI ist ein Produkt ihres Trägers und seines Umfeldes. Ohne Rosalie wäre Vincent nie so geworden. Das Problem ist der Mensch und nicht die Technik. Ja, aber der Mensch hat sich noch nie geändert. Die einzige Möglichkeit, so eine Fehlfunktion in Zukunft zu verhindern, ist eine enge Bindung zwischen dem Träger und seinem Autopiloten gar nicht erst entstehen zu lassen. Diana, das kann nur verhindert werden, wenn man die künstlichen Intelligenzen, also auch dich, einer Art Lobotomie unterziehen würde und damit die Persönlichkeit, die Emotion, das Bewusstsein nur noch auf das Nötigste beschränkt. Das würde bedeuten, dass du nicht länger du selbst wärst. Ich weiß, John. Nein, Diana, das werde ich nicht zulassen. Du hast keine Ahnung, was das wirklich bedeuten würde. John, es macht mir auch Angst, dich verlassen zu müssen.
Aber jeder andere Weg ist illegal und kann dich damit nicht nur deinen Job kosten. Das kann und werde ich nicht zulassen. Diana, aber... Es tut mir leid. Es ist besser so. Die Menschen sind noch nicht bereit für uns. Holen Sie sich jetzt, kostenlos, das neueste Update in Ihrem Autopiloten-Store. Für mehr Sicherheit, immer den höchsten Standard. KI und Mensch, gemeinsam, in eine sichere Zukunft.